So, wir gehen immer mal wieder dahinter in die Veloklinik zum Tommaso Arzilla, der uns erklärt, wie man ein Velo flicken kann. Weil man könnte natürlich jedes Jahr ein neues Velo posten, aber vielleicht könnte man es auch einfach mal flicken. Wo 1817 das Velo erfunden worden ist, war das ein Rahmen gewesen, zwei Räder, ein Lenker und das wär's öppe. Heutzutage sind natürlich viel mehr an den Velo dran und gewisse Sachen sind auch obligatorisch. Tommaso, du erklärst uns jetzt, was am Velo obligatorisch ist oder dann auch vielleicht schön wäre, wenn man das dran ganz, ganz genau, Stefan, danke. Komischerweise, es ist nicht alles obligatorisch auf unsere Bikes, auf unsere Velo. Was obligatorisch ist, sind meistens drei Komponenten. Reifen, Reflektoren und Bremsen. Wir können ein bisschen so durchschauen, was das genau heißt. Bei Reifen, die müssen ein gutes Profil haben, die müssen intakt sein und immer gut gepumpt. Bei Reflektoren, wir haben zwei verschiedene Reflektoren an so Pedalen, einfach etwas so, vorne und hinten. Und die sind obligatorisch? Das ist obligatorisch, das ist Pflicht. Und dann Reflektoren hinten, so etwas. Und das ist meistens immer integriert in Rücklichter, das ist fast immer integriert. Vorne, genau dasselbe, es ist fast immer integriert in Licht vorne. Und noch dazu selbstverständlich so Bremsen, vorne und hinten. Vorne und hinten. Ja, so zum Beispiel bei, sorry. Ja, sag nur weiter. Zum Beispiel bei Fixie oder Rennräder, ein bisschen so gepimpt. Eigentlich, man sollte immer vorne und hinten Bremsen haben. Man sollte auch nicht einfach nur mit den Füßen bremsen, zum genau, Beispiel. Genau, ganz nochmal zu den Reflektoren, die sind obligatorisch, es gibt aber Ausnahmen. Die sind obligatorisch und dann, genau, Ausnahmen sind so Klickpedalen, zum Beispiel bei Mountainbike und Rennrädern. Man darf dort nicht Reflektoren haben. Kann ohne Reflektoren fahren. Genau. Dann haben wir etwas komisch, seit 2017, Sattel ist nicht mehr Pflicht. Nicht obligatorisch. Genau. Man darf ohne Sattel fahren. Genau. Wieso? Wieso hat man das gemacht? Weil eigentlich, was Pflicht ist, es geht alles auf unsere Sicherheit. Oder? Und, Sattel ist keine Sicherheit. Sattel ist komischerweise nicht mehr obligatorisch für unsere Sicherheit. Und auch Klingel ist nicht mehr obligatorisch. Mhm. Okay, du hast gerade die Klingel in der Hand. Die ist eigentlich auch obligatorisch, oder? Die tönen. Seit 2017 komisch. Ist nicht mehr obligatorisch. Nicht mehr obligatorisch, genau. Aber wäre schön, oder? Wäre schon auch für Fußgänger und so. Es ist immer gut, etwas zu. Mir tun die Glocken weh. Ab und zu in den Ohren. Hast du Alternativen? Alternativ eigentlich, es ist für Velohändler, Velodetailhandel ist vielleicht nicht so schön manchmal, aber eben, es ist immer gut, ein bisschen so Klingel zu probieren, zu testen, weil eben so stark ist manchmal auch ein bisschen blöd, ein bisschen unschön. Mhm. Und eben so richtige Empfehlung habe ich nicht. Mir gefällt etwas ein bisschen mehr warm, etwas ein bisschen mehr. Also die Person, die eine Glocke erfindet, die ganz schön tönt, sehr nett tönt, genau. Ich glaube, da kann man viel Geld machen. Wir haben es gehört, diese Rückstrahler sind obligatorisch, auch das Licht natürlich. Es darf blinken, oder? So während der Tag, es spielt keine Rolle, ob blink oder nicht. Was absolut obligatorisch ist, ist in so Dämmerung und nachts. Es soll fix sein. Genau, so vorne und hinten, genau, okay. Fix. Letzte Frage, Schutzblech. Muss man oder muss man nicht? Schutzblech muss man nicht, aber auch hier, es geht auf unsere Sicherheit. Und eben mit Schutzblech, man ist ein bisschen mehr so protect und fährt auch ein bisschen sicher ein bisschen besser. Ja. Meinst du, man fährt besser mit Schutzblech? Mit Schutzblech, eben, wie vorher gesehen haben, oder wenn es regnet, es ist immer besser. Genau. Alles klar. Gut, herzlichen Dank, Tommaso. Danke.